Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, heute wieder mal eine Future Stars SBC. Heute gibt es ein Spezialobjekt, also eine Spielerwahl. Seltene Top 9 Landesspieler, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich denke, das wird einfach nur, das werden einfach nur 5 seltene Spieler von den Top 9 Nationen sein, die man da auswählen kann. Bei Spezialobjekt habe ich erst gedacht, vielleicht irgendwas Spezialobjekte-mäßiges, aber ich denke nicht. Ansonsten gibt es noch ein paar Brausobjekte-Set, aber ja, das nimmt man natürlich auch gerne mit. Team finden es so, ist immer ganz gut was wert. Ich denke, das werden diese 9 Nationen sein. Sind doch 9, oder? 3, 6, 9, ja. Das wird dann halt werden halt Spieler aus diesen Nationen sein. Also ja, hoffen wir, dass es was Gutes wird. Wir sehen die SBC im Hintergrund. Wir brauchen mindestens 3 Ligen, mindestens 3 Nationalitäten, mindestens 2 seltene Spieler, genaue 75er Bewertung und eine 100er Chemie. Also ist gar nicht mal so einfach und ihr benötigt hier auch Loyalität, Leute. Wenn ihr jetzt 1 zu 1 nachbauen wollt, dann braucht ihr Loyalität. Also zumindest auf einen Spieler. Braucht ihr Loyalität, ansonsten sollte es glaube ich hinhauen ungefähr. Gut, hier könnte man dann halt gucken, dass man hier einen Stronglink nimmt aus einer Liga. Ist vielleicht dann sogar besser. Können wir mal gucken, ob es geht. Roberto Hilbert hier zum Beispiel. So, und dann nimmt man hier vielleicht auch statt Neuhaus irgendeinen, der weniger wert ist. Meinetwegen. Und ja, Deutsch. Mal gucken, was wir da so haben. Core zum Beispiel. Der Hut ist dann zum Beispiel zu viel schon wieder. Nehmen wir einfach hier mal Core. Und dann haben wir hier auch die Full Cam am Start, denke ich mal. Wie gesagt, ich glaube, ihr braucht auf einen Loyalität. Oder halt zumindest Positionskarten in der Zentrale. Dann müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, weil ihr braucht, wie gesagt, genau 100 Chemie. Außerdem muss man halt hier auch genau aufs Rating kommen, also exakt auf die 75. Das ist allerdings nicht so schwer, denke ich mal, weil da kann man mit Silber und Bronze und weiß ich nicht was, das Rating entweder sehr gut runterpushen, wenn man zu higher rated Spieler hat, sage ich jetzt mal, oder andersrum mit Goldspielern dann halt easy. Ja, das sollte, also wenn, dann sollte man eher zu hoch sein als zu niedrig, weil man benutzt ja hauptsächlich Goldspieler und ich denke, dann sollte man das relativ gut hinbekommen. Wir nehmen das Ganze mit, Future Stars, wie gesagt, let's go und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wir kriegen zum einen das Pack und zum anderen die Spielerwahl-Ding. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was wir da rausbekommen. Wir kriegen aus der Spielerwahl, ja gut, nothing special, um ehrlich zu sein. Ist eine coole Idee, allerdings ist es jetzt halt eher useless. Wir nehmen den highest rated mit, wobei Bernard nehmen wir mal mit. Der hat halt ein 80er Rating, ist so ein Ratingpunkt niedriger und den haben wir noch nicht im Verein. Und ja, dann nehmen wir den auf jeden Fall mal mit. Aber ja, ist jetzt leider nicht so special gewesen, wie ich es mir erhofft hätte, um ehrlich zu sein. Aber egal, Verbrauchsobjekte-Set machen wir natürlich auch noch auf. Let's go. Sind natürlich nur Verbrauchsobjekte drin, logischerweise. Ja, leider auch keine. Das war nur ein seltenes Verbrauchsobjekt hier mit bei. Ist ja auch bitter. Aber okay. Nimmt man natürlich trotzdem mit. Das bieten wir an, weil ich trainiere die Spieler eh nicht. Und ja, also seltene Team-Fitness-Karte wäre halt ganz sick gewesen. So ist es auch in Ordnung. Aber ja, war jetzt nicht das Geilste vom Geilsten, was man hätte kriegen können, denke ich mal. Gerade beim Spielerpick hätte auch deutlich besser was rumkommen können. Trotzdem bin ich zufrieden. Ich würde sagen, Leute, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.